A 24 horas de que dé inicio a la final de Brasil 2014, Joachim Löw, técnico de Alemania, habló en conferencia y ahí descartó tener alguna preocupación por Argentina, más allá del potencial individual que tienen en jugadores como Lionel Messi. Ich habe gar keine Angst, weil ich weiß natürlich, dass das ein Spiel wird zweier Mannschaften, die sich in der Vergangenheit immer packende Duelle geliefert haben, ob das bei den Turnieren war oder auch manchmal in den Freundschaftsspielen. Wir haben gesehen, dass Argentinien in diesem Turnier schon auch sehr, sehr stark war, vor allen Dingen in einer kompakten, guten Organisation. Sie sind jetzt viel, viel besser organisiert und defensiv stärker als zum Beispiel 2010. Diese Mannschaft ist nicht nur Messi. Würde man das denken, dann würde man auch einen Fehler machen. Diese Mannschaft hat andere hervorragende Offensivkräfte. Higuain, Di Maria möglicherweise und Aguero und so weiter. Also diese Mannschaft lebt nicht alleine nur von Messi, wobei natürlich Messi schon auch ein Spieler sein kann, der in jedem Spiel immer eben auch entscheidende Dinge tut. Aber diese Mannschaft ist viel, viel besser organisiert. Das haben sie im Verlauf dieses Turniers gezeigt. Und ich glaube, dass es wird ein packendes Finale sein mit unglaublichem Fight. Wir dürfen dieses Spiel gegen Brasilien natürlich nicht als Maßstab nehmen. Wer das denkt, dass das so einfach wird, der hat sich mit Argentinien nicht intensiv beschäftigt. Das ist eine ganz, ganz andere Mannschaft, die sehr gut auf Ballgewinne spielt und sehr, sehr schnell kontert. Also von daher, also für mich persönlich ist es nicht die größte Herausforderung. Also da gab es schon andere Herausforderungen, die ähnlich waren. Und ich glaube, jedes Spiel irgendwie bei einem Turnier und jedes K.O.-Spiel ist für einen Trainer immer eine ganz besondere Herausforderung. Man weiß, man muss diese Spiele gewinnen, um die nächste Runde zu kommen. Wir sind jetzt, denke ich, als Mannschaft reifer geworden die letzten Monate und auch bei diesem Turnier. Wir haben gezeigt, was in uns steckt. Wir haben einen Weg beschritten, der die letzten Jahre kontinuierlich nach oben ging. Also von daher wird selbst bei einer Niederlage, von der wir nicht ausgehen, jetzt natürlich nicht alles in Schutt und Asche liegen. Natürlich ist man enttäuscht, wenn man ein Finale verliert, aber diese Mannschaft und der deutsche Fußball hat Zukunft und da sehe ich keine Probleme. Como lo vimos en la conferencia de prensa, el timonel alemán bromeó con la posibilidad de poder utilizar otra vez un papelito para su portero Manuel Neuer en caso de que el partido llegue a la tanda de penales. Con imágenes de Luis Contreras, Juan Manuel Terán, viviendo la fiebre mundialista desde Río de Janeiro.